Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Heute sind wir mal wieder in der PvP-Arena unterwegs. Ich habe mich dazu entschieden, mal mit Anführer Meliodas, einem Charakter, der seit Minute 1 bei Grand Cross dabei ist, ihn mit in PvP zu nehmen, um zu gucken, ob wir mit ihm hier eventuell in PvP was reißen können. Habe mich dazu entschieden, Tamiel, Golfer und hinten Esterossa reinzustellen. Und dann würde ich sagen, erstes Match. So, dann schauen wir mal, was uns hier als erster Gegner erwartet. Direkt eine Meta-Kombination, aber ich glaube, es ist der rote Golfer. Das ist immer schlecht. Gegner hat das Match aufgegeben. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Sagen, nächstes Match. So, im zweiten Match angekommen. Hoffentlich will dieser Gegner diesmal kämpfen. Spielt hier die Kombination, die ich im Geared PvP spiele. Gehe hier direkt erstmal aufs Arc Shield für zwei Runden. Zweite Runde, denke ich, haue ich mir dann einen Konter rein. Schön ist, er hat hier Charaktere, die drei AOE-Angriffsfertigkeiten haben. Natürlich würde der Konter mit gegen die Pumpkin Bombs ihm nicht wehtun. Aber ich hoffe, er haut jetzt schon mal in der ersten Runde gut Schaden rein. Schauen, was er macht. Okay, er rankt Zariel schon mal ab. Haut uns Pumpkin Bombs drauf. Ich würde sagen, so, und hauen wieder Pumpkin Bombs rein. Haben natürlich Zariel als Subcharakter beim Anführer Meliodas reingepackt. Das heißt, wenn wir kritten, wird das richtig Aua machen. Gucken, was er hier macht. Das war ein Fehler. Nein, das wird, was machst du? Nicht töten. So, wir müssen hier schnellstmöglich erstmal uns einen Arc Shield reinhauen. Ich würde sagen, hauen dann wieder mit einem Konter rein. Das Arc Shield haut den Schaden immens runter. Wir haben schon so viel HP verloren, dass selbst ein bronzener Konter, denke ich mal, hier richtig wehtun wird. Vor allem haben wir jetzt so wenig HP, der kann sich instant selber killen, wenn er jetzt hier eine AOE-Fertigkeit einsetzt. Gucken, was er hier macht. Das war überhaupt nicht schlau von dir. Ah, schade, Meliodas hat nicht überlebt, aber hat den Revive von Zariel. Oh, das war mies. Das war leider überhaupt nicht gut. Ja, hier können wir eigentlich nicht viel machen. Haben leider keine Counterfertigkeiten auf die Hand bekommen. Denke mal, wird sich dazu entscheiden, Golfer umzuhauen. Ja, dass er halt jetzt Göttin Elisabeth nochmal aufs Feld bekommen hat, war halt wirklich schlecht für uns. Hat hier auch noch eine Goldkarte auf der Hand. Okay, ja, wird hier das Match beenden. Würde ich sagen, nächstes Match. Mal gucken, was uns jetzt im dritten Match erwartet. Kommen hier ein Zariel-Tamiel-Gotha-Team. Das heißt, hier hätten wir jetzt die direkte Konfrontation Anführer Meliodas gegen Zariel.
Ich denke mal nicht, dass das hier sonderlich gut für uns ausgeht. Aber eventuell macht der Fehler, wenn der Konter drin ist. Okay. Damit lässt sich leben. So, wir haben das Arc Shield noch drinne und wir wollen natürlich eigentlich mit dem Counter von Meliodas Schaden machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch auf den Counter von Meliodas. Mal gucken, ob er hier eine AOE-Fertigkeit reinhaut. Hat eine goldene Fusariel auf der Hand, wenn ich das richtig sehe. Eventuell, vielleicht ist es auch die Single-Target-Damage-Karte. Haben halt volle HP. Denk mal, wird sich hier ein Arc-Shield reinhauen. Ja. Okay, da würde ich sagen, Tamil kriegt hier halt jetzt schon relativ wenig Schaden ab. Hauen uns das Arc Shield rein. Und hauen zweimal schon Schaden rein. So, mal gucken, was er macht. Haut mit Sariel aber wahrscheinlich die Single-Target-Damage-Karte. Ich glaube nicht, dass er so blöd wäre, hier jetzt die AOE zu benutzen. Ja. Versucht hier schon meinen Gopher zu killen. Wartet natürlich leider schön ab. Hauen uns hier wieder das Arc Shield rein. Haben jetzt die Ulti von Tamiel, der kann nur Gopher killen, wenn überhaupt. Ja, wird es jetzt hier mit Invasion, Invasionsfall, was haut er sich jetzt rein? Das Arc Shield. Okay. Haut unsere Ulti weg. Hauen uns hier mal die Ulti rein. Ich denke mal, das hier ist das Beste, was wir machen können. Nein, es hat seinem Gopher jetzt die Ulti gebracht. Das war jetzt das, was wir gebrauchen können auf jeden Fall. Super, damit sind unsere beiden Ultis weg. Ja, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Okay, er macht den Fehler. Damit hat er sein Sariel gerade ausgelöscht. So, würde sagen, wir hauen uns wieder einen Counter rein. Und eventuell langt es sogar. Ja, hat gelangt. Wir haben mittlerweile so eine große Crit-Chance. Ah, schade, dass das kein Crit war. Aber wir haben uns gut zurückgehalten. Das Match haben wir gewonnen. Würde sagen, eins machen wir noch. So, mal schauen, was uns jetzt erwartet.
als Gegnerteam. Hoffentlich mal ein Gegner, der sich traut, uns anzugreifen mit einem Counter drinne. Okay, wieder Elvi Melli. Göttin Ellie. Und der grüne Gopher. Obwohl, ne, wir gehen hier den Standardweg. Wir wollen hier in der ersten Runde nicht so viel Schaden einstecken. Hoffentlich kein Crit. Schade. Jetzt hat halt Lost Vane direkt eine goldene und eine silberne Fertigkeit auf der Hand. Das ist natürlich ultimativ schlecht für uns. Ich denke mal, der haut sie auch die erste Runde jetzt direkt beide drauf. Ne, tatsächlich nur einer. Okay. Das ist ein Move, mit dem ich leben kann. Denke mal, gehen hier auf den Full Counter und ziehen direkt unsere Ulti voll. Problem ist, hier kann der Counter abgebrochen werden von Göttin Elisabeth. Das macht das Ganze, aber nur wenn er dran denkt, nicht so einfach, hier mit dem Counter Schaden zu hauen. Reden hat das Match aufgegeben. Okay. Da war eigentlich alles noch offen, aber er kannte wahrscheinlich nicht. Viele, gegen die man im PvP spielt, denken nicht dran, dass Göttin Ellie mit ihrem Stun Haltungen abbricht. Ja, abschließend kann ich sagen, das Team war jetzt leider nicht so erfolgreich wie erwartet, denn es hat einfach niemand sich getraut, hier den Anführer Meliodas anzugreifen. Nichtsdestotrotz haben wir ja einfach mal wieder ein bisschen PvP gespielt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann werde ich in nächster Zeit schauen, dass ich immer mal wieder Charaktere auf jeden Fall hier auf Super Awakening bringen, mit Charakteren PvP-Spiele, die eventuell auch nicht so erfolgreich sind, um einfach zu zeigen, dass es auch anders geht. Und da würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.